Herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Wir sind hier noch in Darmstadt beim Immopreneur Immobilienkongress 2019 von und mit Thomas Knedel. Und ich habe neben mir den Fabian Fröhlich. Ne? Grüß dich. Hi, servus. Hi. Wie geht's? Ja, gut. Und dir? Ja, auch gut. Alles gut. Das Interessante ist, wir sprechen jetzt über Immobilien und Social Media. Ne? Weil du bist Immobilieninvestor, hast auch ein Immobilienbuch geschrieben. Ja, und gleichzeitig bist du jetzt auch, sage ich mal, schon Influencer, kann man sagen. Ne? Auf Instagram hast über 100.000, kannst du ja gleich selber mal sagen, wie viel genau, über 100.000 Follower. Und das ist natürlich schon mal eine Hausmarke. Ne? Und da wollen wir jetzt mal drüber sprechen, wie kann man denn Social Media mit Immobilien verknüpfen. Ne? Das ist mal was anderes. Ja, genau. Ja. Stell dich mal selber vor am besten. Dann, Hi Leute, ich bin Fabian, komme aus der Nähe von Stuttgart, aus Heilbronn, wer kennt's? Kennst du es? Ja. Ja, und wir machen da Immobilieninvestments. Mir ist immer ganz wichtig zu sagen, dass ich das nicht alleine mache, denn alleine ist es gar nicht möglich, so die Sachen alle zu machen. Wir sind zu viert, die Jungs sind heute übrigens auch hier. Mhm. Und wir haben zwei Gesellschaften, eine Buy-and-Hold-Gesellschaft, eine Flip-Gesellschaft. Und meine Aufgabe ist so der Außenauftritt, Connections machen, Social Media, solche Sachen. Und daher auch Instagram. In Summe haben wir jetzt mit allen sozialen Netzwerken, wenn ich die zusammenrechne, so 160.000 Abonnenten. Ziel ist natürlich noch einen Willen dran. Okay. Und der Vortrag wird auch über das Thema gehen, Social Media und Immobilien, verborgenes Potenzial, weil man kann das auch ganz toll connecten, kann Deals darüber machen und vor allem auch sehr gut Kontakte knüpfen. Das empfehle ich echt jedem, das zu nutzen dafür. Also in erster Linie so zum Netzwerken, dass man auch Leute kennenlernt. Ja. In die Richtung oder inwiefern könnte man das noch verknüpfen? Wir haben auch schon konkret Deals gekauft, also wir haben schon zwei Wohnungen gekauft, über Social Media kam der Kontakt zustande, die waren so billig. Mhm. Also es wurde alles über den Notarsekretariat abgewickelt am Anfang und dann hat der Notar mich angerufen und hat gesagt, Herr Fröhlich, wir müssen einen Schenkungsanteil ausweisen im Kaufvertrag. Aha. Hast du das schon mal gehört? Nee. Weil die so billig waren halt, die Wohnungen. Ach so. Ja, das ist natürlich ein super Deal. Ja, und sowas kam da schon rein. Das ist natürlich selten, ne? Wenn man die Leute, normalerweise ist es ja eher, wenn man die kennt, ne? Wenn man es untereinander... Ja, ich kannte den nicht. Ja, genau, die haben halt, irgendwas vermutet, dass wir halt irgendwie, keine Ahnung, Barzahlung machen oder sonst was. Ja, war halt nicht der Fall. Dann haben wir den Notar gewechselt, ja. Ja, okay. Dann kamen auch schon andere Angebote rein. Einmal wurde ein achtstelliges Portfolio zum Beispiel angeboten auf mehreren Mehrfamilienhäusern. Da kann man dann natürlich überlegen, wie man einen Dealflow draus macht, ob man das weiterschiebt, irgendwie einen Makler eine Vereinbarung macht, sowas. Ja. Geht auf jeden Fall was. Ja. Was mir aufgefallen ist, du machst ja auch im Prinzip hauptsächlich auf deinem Instagram-Account weniger Posts zum Thema Immobilien, ne? Ja. Sondern geht es ja mehr um Fitness, Lifestyle, solche Sachen. Wie kriegst du denn dann den Dreh, dass die Leute trotzdem auf dich zukommen, jetzt eben nicht nur wegen Fitness, sondern auch Immobilien? Oder habt ihr noch einen zweiten Account, wo es nur über Immobilien geht? Ja, also das Ding ist bei mir, ich habe mir überlegt, es gibt zwei Strategien. Ja. Strategie 1, Immobilienfokus auf Insta, da geht nichts, weil die Zielgruppe sehr klein ist. Ja, ja, genau. Wenn du aber so machst wie ich, also ich erreiche viele Leute und das ist halt durch die Masse halt auch die dabei, die ich brauche. Ja. Aber dafür habe ich andere Vorteile. Zum Beispiel, wir haben auch gestern Diversifikation mehrfach gehört. Deutschland ist vielleicht nicht auf dem besten Weg, was die Regulierungen angeht, in Berlin zum Beispiel. Wenn es jetzt deutschlandweit kommt, wird es immer schwieriger. Ja. Durch meinen Auftritt bei Instagram habe ich die Möglichkeit, auch Kontakte zu eröffnen in anderen Ländern und Städten, wo ich noch nicht war. Und wenn man halt komplett Deutschland sich fokussiert, dann ist halt das internationale Asset nicht da, weil Social-Media-Reichweite ist halt auch schon eine Art von Asset mittlerweile geworden. Und deshalb verfolge ich bewusst die Strategie, damit ich da auch langfristig Dinge nutzen kann. Ja. Also würdest du auch den, wenn du jetzt gleich einen Vortrag hier hältst beim Immobilienkongress, ne, und jemand sagt, ich interessiere mich, würdest du auch eher den Leuten raten, mach dir zum Beispiel ein Instagram-Profil auf, aber eben nicht über Immobilien, sondern irgendwas, was auch mehr Leute anspricht und darüber werden sich schon Kontakte ergeben, so in die Richtung? Oder weil so ein Immobilienkanal an sich ist vielleicht, wie du selber sagst, schwierig, ne? Ja gut, es ist aber auch möglich, dann über einen direkten Immobilienkanal Kontakte zu knüpfen. Die Frage ist halt, was willst du? Du musst dein Ziel setzen und dementsprechend dann ein Thema verfolgen und auch langfristig dranbleiben. Denn es gibt immer mal wieder Punkte, an denen man sich die Frage stellt, macht es denn überhaupt Sinn, was ich hier mache? Und wenn man halt an dem Punkt jedes Mal ändert, dann ändert man und ändert man und ändert man und kommt nicht vom Fleck. Man muss eine Linie sich überlegen und durchziehen und fertig, dann läuft's. Ja, was mich noch interessieren würde, eben
Ich habe auch immer sehr intensiv Fitnesssport gemacht, die letzten Jahre nicht mehr ganz so viel, ne? Aber so mit 20 bis 30 auch extrem, ja. Und du bist da ja auch sehr aktiv, ne? Siehst du, kann man da Parallelen ziehen, also zwischen dem, was man im Fitnesssport für mentale Eigenschaften braucht, zu dem, was man auch als Immobilieninvestor benötigt, dann ja, Charaktereigenschaften oder Konsequenz und Durchhaltevermögen, ja. Das sind die zwei wichtigsten Themen. Ja. Das lernt man, glaube ich, auch ganz gut im Sport, ne? Ja, man merkt es ja, wenn man ja trainiert und dann ein halbes Jahr Sport macht und dann hört man auf, dann ja ist man schnell wieder das ja halbe Jahr zurückgesetzt. Und ich sage immer, so die ersten, also der Einstieg, so die erste Immobilie ist eigentlich das Schwerste, ne? Ja. Und wenn ich jetzt beim Sport neu anfange, egal was es ist, das erste Mal oder die ersten Trainings sind eigentlich immer das Schwerste, ne? Habe ich extrem Muskelkater, genau. Routine, ja, ja. Und wenn ich es dann mal, wenn es mal läuft, dann geht es eigentlich auch, ne? Das habe ich halt auch beobachtet, ne? Also, ja, ja, die Routine ist das Wichtigste. Ja. Wenn man das einmal raus hat, wie es läuft und auch selber eigene Erfahrungen gemacht hat, ja, dann passt auf jeden Fall. Deswegen würde ich auch echt empfehlen, du hast schon angesprochen am Anfang, ja, wir haben auch ein Buch ja veröffentlicht, da spreche ich bewusst eine Zielgruppe an im Immobilieninvestmentbereich, die Lust haben und Interesse, eine Immobilie zu kaufen, die es aber jetzt vielleicht noch nicht gemacht haben oder vielleicht eine gekauft haben und weitere kaufen möchten und es besser machen wollen. Und bei Immobilien ist halt es so, stellt euch mal vor, ihr kauft eine Immobilie und möchtet es danach nicht mehr haben, dann hast du unter Umständen einen Ausstiegspreis, den du bezahlen musst. Deswegen lohnt es sich schon durchaus, sich vorab zu bilden und auch sich mal überhaupt zu überlegen, möchte ich das überhaupt oder nicht. Mhm. Ich habe auch ganz tolle Beispiele reingepackt, was wir gemacht haben und dann kann man das lesen. Der eine oder andere wird sagen, hey geil, ich möchte das auch. Mhm. Und der andere wird vielleicht lesen und sagen, oh nee, ich mag das gar nicht. Und dann sage ich, hey, trotzdem lohnt sich das Buch zu lesen. Denn wenn du danach weißt, ich möchte keine Immobilien machen, dann hast du keinen Klotz am Bein. Ja, ja, ja. Mach mir einen Gutschein für deine Community. Oder? Ja, das wäre eine Idee, ne? Ja. Wir posten das hier unter das Video, wen das interessiert. Tun einen Gutscheincode mit dazu. Ne? Du wirst mich dann auch informieren. Ja. Ne? Ja, genau. Und ja, also ich denke auf jeden Fall, man darf sich auch nicht so mitreißen lassen, egal was es ist, ne? Dass man dann nur was macht, weil es andere machen. Das fand ich ganz gut, was du sagst, dass man vielleicht dann auch irgendwann mal merkt, entweder ist es was für mich oder nicht, ne? Genau, das muss man für sich selber entscheiden, ja. Und wenn das eine Hilfe ist und du das offen darlegst da, ist es auch eine gute Sache. Auf jeden Fall, ja. Weil es gibt ja auch viele Bücher, die so einfach nur eine Sache extrem positiv nur darstellen, ne? Ja. Und das ist es ja meistens nicht, ne? Ja. Ja, man muss sich ja ganz klar überlegen. Es gibt immer ja eine positive und eine negative Seite. Ja. Ja. Welche genau Vorteile für einen persönlich überwiegen. Ja, und gerade wenn man Buy and Hold macht, dann ist eine Immobilie auch eine langfristige Entscheidung, ne, an die man ja langfristig gebunden ist. Wenn ich 10 Jahre finanziere, dann habe ich ja auch erstmal die Sache am Bein, sage ich mal. Ne? Ja, ja, klar. Und komme nicht so leicht wieder da raus. Also muss man sich halt schon überlegen, aber ja, wir sind natürlich begeistert davon, sonst würden wir es nicht machen. Ja. Ja, genau. Ja, ich glaube, da haben wir einen kleinen Einblick gegeben. Ne? Ja, sehr gerne. Ja, und ansonsten postet gerne hier unter dem Video Fragen und Daumen hoch und das Übliche, ne? Abo dalassen, das kennen wir ja, ne? Genau, und ich werde dein Instagram-Profil natürlich auch nochmal hier drunter verlinken. Ja, wenn ihr irgendwelche persönlichen Fragen habt, dann sendet mir einfach gerne eine Nachricht. Und wo ihr es gesehen habt, am besten noch kurz Wirtschaft verstehen als Referenz, dann weiß ich, wo es herkommt und dann können wir auch mal so quatschen. Ja, super. Ne? Also, dann herzlichen Dank und Dankeschön auch. Dir viel Spaß noch auf dem Kongress. Genau. Dir auch. Ciao. Tschüss.